magamfajta ember úgy olvas könyvet, hogy minden olyan mondatot, amit el szeretne tenni magának a későbbiekre, ceruzával aláhúzogatja. Tele vannak írva a könyveim, van, aki a szentségtörésnek tartja. Én nem tudok felhagyni ezzel a gyakorlattal, és nagyon nagy bajba vagyok akkor, amikor a mai vendégünknek a könyveit olvasom, mert minden egyes mondatnál úgy érzem, hogy alá kellene húzni. Biztos voltam benne, hogy a MOME esetében egy megújuló egyetemen a diplomaosztóval is szintet kell lépni. És eszembe jutott, hogy Han személye tökéletes lenne annak a kifejezésére, amit a megújuló MOME képvisel. Az ő neve és a munkássága számos olyan dolgot kifejez, ami a MOME-re is igaz. Nagyon sok minden igaz rá, ami erre az egyetemre, ennek az egyetemnek a közösségére is igaz. Ahogy a MOME meghatározza magát, és ahogy szereti látni a világot. Érzékenyen, olykor szenvedélyesen, kritikusan, és valahol mégis optimistán. Vendégünknek egyébként nem csak a személye autentikus, és nem csak a személye fejezi ki a megújuló egyetem ambícióját, de az a történet is, ahogy itt kötött ki Budapesten a mai napon. Kifejezi ez a történet azokat az ambíciókat is, amelyek a MOME-t jellemzik. Lehet, hogy nem is az ambíció a jó szó, mert a MOME mindig szeretett volna kapcsolódni a nemzetközi piactér, az ideák nemzetközi piactéréhez, a nemzetközi határokon átívelő dialógushoz. Lehet, hogy inkább az attitűd a helyes szó itt. A történet, ahogy mai vendégünk megérkezett, kifejezi azt az attitűdöt, amivel mi is állunk a jövőhöz. Nem titok, hogy a vendégünk nem nagyon szereti elhagyni az otthonát. Szinte sose teszi meg ezt. Évente egyszer-kétszer tesz csak kivételt. És nem nagyon szeret közönség előtt szerepelni sem. És azt se titok, hogy ide se akart eljönni. És mégis itt van. Mert mi a MOME-ról olyan rámenősek voltunk, hogy végül nem tudott ellenállni. Annyiszor kerestük, és olyan erélyesen győzködtük őt, hogy ez kíváncsivá tette. Kíváncsivá tette az egyetemünkre, a közösségünkre. Eléggé akartuk ezt a dolgot ahhoz, hogy létrejöjjön, hogy ez a pillanat megvalósuljon, és tettünk is érte. A jövőben, ha szellemi építkezésről van szó, akkor ezt az attitűdöt várhatja tőlünk a világ. És ezt az attitűdöt javaslom nektek is, kedves végzősök. Amit akartok, azt ne csak kicsit akarjátok, hanem akarjátok eléggé, és tegyetek is megérte mindent. Nem tudom, hogy a vendégünk miről fog ma beszélni nektek. De nincs kétségem afelől, hogy amit mond majd, az hosszú távon velünk és veletek marad. Óriási dolognak tartom, hogy a világ egyik legkülönlegesebb és szerintem legfontosabb gondolkodójával búcsúztathatunk benneteket. Szívből gratulálok mindannyiatoknak, és a legjobbakat kívánom. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Was das Anstreichen angeht, habe ich auch eine schlechte Gewohnheit, denn ich versuche, einen Satz so zu verdichten, also dass der Leser dazu gezwungen wird, jeden Satz aus meinem Buch anzustreichen. Das heißt, es ist so, dass am Ende der Leser mein ganzes Buch anstreichen muss. Also jeden Satz von mir. Dann das ganze Buch wird angestrichen. Und viele sagen das, dass ich muss das ganze Buch anstreichen. Und ich versuche, jeden Satz so zu gestalten, sodass am Ende das ganze Buch angestrichen und unterstrichen wird. Also, meine Damen und Herren, haben Sie herzlichen Dank für die Einladung. Es ist für mich eine sehr große Ehre bei der Abschlussfeier.
eine Rede halten zu dürfen. Zunächst möchte ich Sie alle ganz herzlich zu Ihrem akademischen Abschluss gratulieren. Heute, wo alles so vorläufig und unfertig ist, verlieren wir die Fähigkeit, abzuschließen. Dinge abzuschließen. In einer Welt mit, in der heutigen Welt mit endlosen Anschlussmöglichkeiten, ich weiß nicht, ob man das so gut ins Ungarische übersetzen kann, in einer Welt mit endlosen Anschlussmöglichkeiten, überhaupt mit so vielen Möglichkeiten, vor allem mit endlosen Anschlussmöglichkeiten ist heute kein Abschluss möglich. Also auf Deutsch heißt Anschluss, Abschluss klingen ähnlich. Also in einer Welt mit endlosen Anschlussmöglichkeiten und Optionen, ja, ist kein Abschluss möglich. Aber gerade der Abschluss gibt dem Leben, unserem Leben Stabilität, Halt, Orientierung. Deshalb ist heute für Sie ein wichtiger Tag, weil an diesem Tag Ihr Studium, ein bestimmter Lebensabschnitt von Ihnen abgeschlossen wird. Und das, dieser Abschluss, ja, als ein Ritual gibt, Rituale sind heute selten geworden, aber dieser Abschlussritual wird Ihnen ein Halt, hoffe ich, dieser Abschlussritual Ihnen, ich hoffe, dass dieses Abschlussritual Ihnen Halt, Orientierung und Stabilität gibt. Insofern ist heute für Sie ein wichtiger Tag. Und auch das, heute fällt uns schwer abzuschließen. Auch das sogenannte lebenslange Lernen macht den Abschluss unmöglich. Sie haben oft vom lebenslangen Lernen gehört. Lebenslanges Lernen ist in Wirklichkeit ein Euphemismus, also ein beschönigender Ausdruck für lebenslanges Produzieren, lebenslanges Arbeiten und letztlich lebenslanges Ausbeuten. Das neoliberale Regime schafft die Schluss- und Abschlussformen ab, um die Produktivität zu steigern. So werden wir wieder diese Fähigkeit erlernen müssen, abzuschließen. Heute hätte ich eigentlich über die Fähigkeit sprechen können, abzuschließen, aber ich möchte heute mit Ihnen darüber nachdenken, was die Aufgabe des Designers ist, weil viele von Ihnen hier Design studieren. Also ich werde darüber nachdenken, was das Design ist oder zu sein hat. Ich werde mich dabei auf einen berühmten deutschen Designer berufen. Und vielleicht haben Sie, einige von Ihnen, den Namen gehört. Er heißt Otto Eicher. In Deutschland gilt Otto Eicher als der wichtigste Designer des 20. Jahrhunderts überhaupt. Er hat mit seinem Design das Nachkriegsdeutschland maßgeblich gestaltet. Ein großer Designer als Gestalter ist immer ein Weltgestalter und ein Weltveränderer. Mit seiner genialen Gestaltungskraft hat Otto Eicher das Nachkriegsdeutschland in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Er wollte dem Nachkriegsdeutschland ein freundliches Gesicht geben. Nach so viel Gewalt im Nazi-Deutschland wollte er mit visueller Kraft
mit Vision die Menschen zu einer Freundlichkeit erziehen. Das gelang ihm in vollen Zügen. Daher hat er in Deutschland einen besonderen Stellenwert. Er hat die Bundesrepublik Deutschland maßgeblich mitgestaltet. In dem Sinne war er auch ein wichtiger Politiker. Otto Eicher war schon in den jungen Jahren ein ganz freier Mensch. Im nationalsozialistischen Deutschland weigerte er sich, der Hitlerjugend beizutreten. Das ist außergewöhnlich und daher wurde er inhaftiert. Damals war er gerade mal 15 Jahre alt. Schon deshalb verdient er einen großen Respekt. Nach der Einberufung hat er sich dann selbst Verletzungen zugefügt, um dem Kriegsdienst zu entgehen. Kurz vor dem Kriegsende floh er aus seiner Einheit und versteckte sich auf dem Bauernhof der Familie Scholl. Und diese Familie Scholl ist eine ganz besondere Familie in Deutschland. Und Sie haben vielleicht den Namen der Widerstandsgruppe gegen Adolf Hitler, Weiße Rose, gehört. Weiße Rose war eine der wenigen Widerstandsgruppen gegen die Diktatur des Nationalsozialismus. Hans Scholl und Sophie Scholl waren aktive Mitglieder der Weißen Rose. Otto Eicher waren mit ihnen sehr gut befreundet. Sophie Scholl und Hans Scholl waren damals Studenten an der Universität München. Weiße Rose organisierte sehr erfolgreich Protestaktionen gegen Hitler im ganzen Deutschland. Hans Scholl und Sophie Scholl wurden von Gestapo, also von der Geheimpolizei der Nazi, verhaftet, als sie an der Universität München Flugblätter gegen Nazi verteilten. Sie wurden sehr schnell hingerichtet. Sophie Scholl starb mit 22 für die Idee der Freiheit. Otto Eicher hat dann Inge Scholl, die Schwester von Sophie Scholl, geheiratet. Nach dem Ende des Nationalsozialismus war Otto Eicher also dazu entschlossen, ein anderes Deutschlandbild hervorzubringen. Ein großer Designer kann mit seiner Gestaltungskraft eine neue Welt hervorbringen, indem er die Welt anders wahrnehmen lässt. Wir nehmen die Welt nicht unmittelbar wahr, sondern immer über die Dinge, die uns umgeben, also über die Dinge, die sie designen. Wenn wir den Dingen eine neue Form, eine neue Farbe geben, wenn wir also neue Dinge hervorbringen, bringen wir gleichzeitig eine neue Wahrnehmung, also eine neue Welt hervor. Über neue Dinge sehen wir dann die Welt mit ganz anderen Augen. Otto Eicher hat zum Beispiel sehr gezielt auf kantige Formen und auf die Farben Schwarz, Rot und Gold, also auf alle Insignien der Macht verzichtet, die die Ästhetik des Nationalsozialismus maßgeblich bestimmt haben. Otto Eicher setzte konsequent auf freundliche Formen und Farben. Er verwendete vorwiegend Regenbogenfarben und runde Formen. Dadurch hat er dazu beigetragen, dass Nachkriegsdeutschland sich freundlich zeigte. Dank Otto Eicher hat die Welt das Nachkriegsdeutschland freundlicher wahrgenommen. Ich bin ein Bewunderer von Otto Eicher. Zu seinem 100. Geburtstag gab es vor einigen Monaten, er wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden, zu diesem Jubiläum gab es in Berlin eine Festveranstaltung. Ich wurde als Festredner eingeladen. So hatte ich die Ehre, zu seinem 100. Geburtstag einen Festvortrag zu halten. Für den Festvortrag hat man deshalb einen Philosophen eingeladen, weil Otto Eicher sich nicht nur als Designer, sondern auch als Philosoph verstand. Designer und Philosoph waren für Otto Eicher fast ein Synonym. Otto Eicher bezeichnet das Design als
Denken am Objekt. Ja, also ich weiß nicht, ob man das Denken am Objekt, das ist ein sehr schöner Ausdruck, ob man das ins Ungarische übersetzen kann. Also Design ist ein Denken am Objekt, also ein Thinking on the Object auf Englisch. Das wäre besser dem deutschen Ausdruck entsprechen. Also Design ist ein Thinking on the Object. Und das Denken am Objekt ist meiner Meinung nach die schönste Definition des Designs. Design setzt das Denken voraus. Nur wer denkt, kann neue Dinge erschaffen. Nur wer denkt, also auch nur wer philosophiert, kann auch eine bessere Welt hervorbringen. Das gilt auch für Designer und Künstler. Design kann sogar mehr Einfluss auf die Wahrnehmung nehmen als die klassische Kunst, weil es in den Alltag eingreift, indem es alltägliche Dinge hervorbringt. Also wenn man neue Dinge hervorbringt als Designer, bringt man eine neue Wahrnehmung und eine neue Welt hervor. Das heißt, man muss ein Designer sein, um die Welt verändern zu können. Ja, also in dem Sinne ist der Philosoph auch ein Designer. Also ich denke nicht am Objekt, also Philosoph denkt auch am Denken, also Philosoph ist eigentlich ein Denker am Denken, Philosophieren ist ein Denken am Denken, aber ich denke auch am Objekt. In Deutschland war ich Professor an mehreren Kunsthochschulen. Ich weiß nicht, wie es in Ungarn ist. An deutschen Kunsthochschulen gibt es immer eine Professur für Philosophie. In der Kunst entstehen ja Fragen, die sich nur philosophisch beantworten lassen. Das häufigste Wort, das ich beim Unterricht verwendet habe, war das Wort Denken. Ich habe immer wieder betont, dass Künstler denken müssen, philosophieren müssen. Das Denken, die Bedingung dafür ist, dass Kunst eine neue Wahrnehmung, eine neue Welt, eine neue Lebensform hervorbringt. Komponisten können einen neuen Klang nur dann hervorbringen, wenn sie denken. Ohne Denken wiederholt sich das Gleiche. Schriftsteller können eine neue Sprache erschaffen, wenn sie denken an die Sprache. Schauspieler können eine neue Geste erfinden, wenn sie denken. Tänzer können eine neue Bewegung erfinden, wenn sie denken. Vom Denken geht die Kraft für das Neue aus. Wenn Sie als Designer nur gefällige Dinge produzieren wollen, die sich gut verkaufen, brauchen Sie nicht zu denken. Das wäre aber für mich total uninteressant und langweilig als Designer. Wenn ich ein Designer wäre, würde ich mich wie Otto Eicher als Denker am Objekt verstehen, der mit seiner Gestaltungskraft eine neue Welt, ein neues Narrativ hervorbringt. Wenn das Design die Kraft hat, Neues in die Welt zu setzen, die Welt zu erneuern, ist das Design nicht nur ein Denken, sondern bereits ein Handeln. Wenn ein Designer neue Dinge hervorbringt und dadurch die Welt verändert, handelt er bereits. Was ist Handeln? Ich möchte eine bekannte deutsch-jüdische Philosophin Hannah Arendt zitieren. Ich zitiere: Das Wunder, das den Lauf der Welt und den Gang menschlicher Dinge immer wieder unterbricht und vor dem Verderben rettet, ist schließlich die Tatsache der Natalität. Das Geborensein, welches die ontologische Voraussetzung dafür ist, dass es so etwas wie Handeln überhaupt geben kann. Das Wunder besteht darin, dass überhaupt Menschen geboren werden und mit ihnen der Neuanfang, den sie handelnd verwirklichen können, Kraft ihres Geborenseins. Nur wo diese Seite des Handelns voll erfahren ist, kann es so etwas geben wie Glaube und Hoffnung. Dass man in der Welt Vertrauen haben und dass man für die Welt hoffen darf, ist vielleicht nirgends knapper und schöner
ausgedrückt als in den Worten, mit denen die Weihnachtsoratorien die frohe Botschaft verkünden. Uns ist ein Kind geboren. Zitat Ende. Es gibt nur dann Hoffnung und Vertrauen, wenn wir handeln können, wenn wir handeln, denn Neuanfang verwirklichen können. Geboren sein ist identisch mit dem Neuanfangen können. Die wichtigste Voraussetzung für das Handeln ist aber die Freiheit. Ich zitiere wieder Hannah Arendt: Frei zu sein und etwas Neues zu beginnen ist das Gleiche. Und diese geheimnisvolle menschliche Gabe, die Fähigkeit, etwas Neues anzufangen, hat offenkundig etwas damit zu tun, dass jeder von uns durch die Geburt als Neuankömmling in die Welt trat. Zitat Ende. Ich hoffe sehr, dass auch Sie nach diesem Abschluss als Neuankömmling in die Welt treten und Verantwortung übernehmen für die Gestaltung unserer Welt, unserer Gesellschaft. Eines der größten und grundlegendsten menschlichen Potenziale ist für Hannah Arendt die unvergleichliche Erfahrung, frei zu sein für einen Neuanfang. Die Freiheit öffnet die Welt für einen Neuanfang. Genauso hat Otto Eicher das Design verstanden. Design ist Handel. Design ist Freiheit. Ohne Freiheit gibt es kein Design. Es öffnet die Welt für einen Neuanfang. Die Freiheit ist, wie Sie wissen, heute vielfach bedroht. Überall auf der Welt erwachen wieder autoritäre, autokratische Regime. Gefährdet ist ebenfalls die Meinungsfreiheit, die immer neu. Die Demokratie ist nicht etwas ein für alle Mal Gegebenes, sondern etwas sehr Fragiles, das wir immer neu erkämpfen und erstreiten und verteidigen müssen. Sonst geht die Demokratie zugrunde. Das neoliberale Regime unterdrückt die Freiheit nicht, sondern es beutet die Freiheit aus. Wir stehen unter dem Zwang, kreativ zu sein oder authentisch zu sein, nicht? Und, aber weil das neoliberale Regime die Freiheit nicht unterdrückt, sondern sie ausbeutet, ist es besonders heimtückisch. Auch die Digitalisierung führt zur Krise der Demokratie. Sie bringt eine Infokratie hervor, die die Demokratie untergräbt. Mein letztes Buch hat den Titel Infokratie, die Digitalisierung und die Krise der Demokratie. Subjekt heißt wörtlich unterworfen sein. Wir glauben heute in diesem neoliberalen Regime, das mehr Freiheit verspricht, wir glauben heute oder wir leben in der Illusion, dass wir kein unterworfenes Subjekt, sondern ein freies, sich immer neu erfindendes, neu erfindendes Projekt sind, kein Subjekt, sondern Projekt sind. Man redet überall vom Projekt. Deshalb, dieser Übergang vom Subjekt zum Projekt wird vom Gefühl der Freiheit begleitet. Nun erweist sich dieses Projekt selbst als eine Zwangsfigur, sogar als eine effiziente Form der Subjektivierung und Unterwerfung. Das Ich als Projekt, das sich von äußeren Zwängen und Fremdzwängen befreit zu haben glaubt, unterwirft sich nun inneren Zwängen und Selbstzwängen in Form von Leistungs- und Optimierungszwang. Die Freiheit ist eigentlich die Gegenfigur des Zwanges. Frei sein heißt frei von Zwängen sein. Nun erzeugt diese Freiheit, die das Gegenteil des Zwanges zu sein hat, Selbstzwänge, die psychischen Erkrankungen wie Depression oder Burnout, diese sind auch nicht selten an den Universitäten und an den Kunsthochschulen, an der Universität der Künste in Berlin gibt es immer wieder Studenten, die sich im Atelier hängen. Ich habe gehört, dass jemand hat mir erzählt, dass die Ungarn sich gerne erhängen am Walnussbaum.
Aber die Studenten, die sich im Atelier erhängen, haben nicht diesen poetischen Walnussbaum. Und, aber viele junge Studenten leiden unter Depression und Burnout auch. Ja. Und da gibt es keinen Raum für die Freiheit. Also diese psychischen Erkrankungen wie Depression und Burnout sind der Ausdruck einer tiefen Krise der Freiheit. Sie sind ein pathologisches Zeichen, dass heute die Freiheit vielfach in Zwang umschlägt. Wenn ich an die UDK, also an die Universität der Künste gehe und mir die Studierenden anschaue im ersten Semester, sie kommen nicht mit einem Gefühl der Freiheit oder mit der Entschlossenheit, eine neue Gesellschaft hervorzubringen, sondern die wollen schon im ersten Semester Erfolg. Sie wollen Erfolg und es gibt am Anfang Erfolgsdruck und nur noch Konkurrenz. Und da gibt es ja keinen Raum der Freiheit mehr. Und jeder ist für sich isoliert und jeder will Erfolg haben, jeder will sich profilieren gegen die anderen. Und das ist die Atmosphäre, die die Hochschule vergiftet. Es entsteht keine Gemeinschaft, es entsteht keine Freiheit. Das bedauere ich immer wieder sehr an den deutschen Hochschulen, Kunsthochschulen, an denen ich gelehrt habe. Das Klima ist neoliberal vergiftet. Ja, jeder will zunächst eine Ausstellung, Erfolg und Wettbewerb und in diesem Klima entsteht keine neue Gesellschaft. Das neoliberale Leistungssubjekt, das sich frei wähnt, ist in Wirklichkeit ein Knecht. Es ist insofern ein absoluter Knecht, als es ohne den Herrn sich selbst frei, freiwillig und leidenschaftlich ausbeutet. Das hat bereits Franz Kafka in einem Aphorismus zur Sprache gebracht. Das Tier entwindet dem Herrn die Peitsche und peitscht sich selbst, um Herr zu werden. Zitat Ende. Das Tier wähnt sich in Freiheit, indem es sich selbst peitscht. Wir sind selbst dieser fatalen Illusion der Freiheit erlegen. Wir beuten uns freiwillig und leidenschaftlich in der Illusion aus, dass wir uns verwirklichen. Ich werde nicht durch den Herrn ausgebeutet, sondern ich beute mich selbst aus. Ich bin also Herr und Knecht zugleich. Otto Eicher hätte auch Smartphone bestimmt sehr gehasst. Er würde das Smartphone, das mehr Freiheit verspricht, als Unterwerfungsapparat begreifen. Er würde behaupten, dass das Smartphone mit dem Denken und mit der Freiheit ganz unvereinbar ist. Mit dem Smartphone verhält sich tatsächlich so, jede Herrschaft bringt eigene Devotionalien hervor, die zur Unterwerfung eingesetzt werden. Devotionalien habitualisieren und stabilisieren die Herrschaft. Devot heißt unterwürfig. Das Smartphone ist eine digitale Devotionalie, ja, die Devotionalie des Digitalen überhaupt. Als Unterwerfungsapparat fungiert das Smartphone wie der Rosenkranz, der in seiner Handlichkeit auch eine Art Handy darstellt. Sie dienen beide letzten Endes zur Überwachung und Steuerung. Like ist digitales Amen. Also, während wir Like klicken, unterwerfen wir uns dem Herrschaftszusammenhang. Das Smartphone ist nicht nur ein effektiver Überwachungsapparat oder ein mobiles Arbeitslager, sondern auch ein mobiler Beichtstuhl. Beichten war eine sehr effektive Herrschaftstechnik. Wir beichten wieder weiter, aber nun ganz freiwillig. Wir entblößen uns leidenschaftlich aus freien Stücken. Wir veröffentlichen hemmungslos das Private. Dabei bitten wir nicht um Vergebung, sondern um Aufmerksamkeit. Außerdem werden wir heute immer mehr von algorithmischen Prozessen beherrscht. Unser Verhalten wird immer mehr auf einer vorbewussten Ebene gesteuert und manipuliert. Wir leben heute in den Strukturen, die das Denken extrem erschweren und gar verhindern.
Wir sind immer mehr automatischen Prozessen ausgeliefert. Das heißt, unsere Freiheit ist bedrohter denn je. Die künstliche Intelligenz denkt nicht, sondern nur rechnet. Intelligenz bedeutet auf Lateinisch interlegere, also Intelligenz geht auf das lateinische Wort interlegere zurück. Interlegere bedeutet wählen zwischen. Sie ist, die Intelligenz ist insofern nicht frei, also die künstliche Intelligenz ist insofern nicht frei, als sie nur die Wahl zwischen Optionen hat, die das vorherrschende System ihr bereithält. So hat die Intelligenz keinen Zugang zum Neuen, zum Neuanfang. Das Denken hingegen öffnet die Welt für etwas ganz anderes, für eine ganz andere Möglichkeit, für eine ganz andere Ordnung der Dinge, und zwar durch einen System- und Strukturbruch, zu dem die Intelligenz, die künstliche Intelligenz nicht fähig ist. Die künstliche Intelligenz ist nicht frei im Gegensatz zum Denken. Denken bringt das vorhandene System, die vorhandene Struktur durcheinander, also bringt einen System- und Strukturbruch hervor. Gerade dadurch macht das Denken einen Neuanfang möglich. Die künstliche Intelligenz, die uns bald beherrschen wird, hingegen ist nicht fähig zum System- und Strukturbruch, sondern macht dasselbe permanent, macht das Gleiche permanent, also verewigt das Gleiche, statt etwas ganz anderes hervorzubringen. Ja, also die künstliche Intelligenz sorgt für die Kontinuität und nicht für den Struktur- und Systembruch. Also künstliche Intelligenz, die uns beherrschen wird, ist systemtreu. Die Freiheit, die wir heute im neoliberalen Regime anstreben, gilt ausschließlich dem Ego, diese individuelle Freiheit. Sie gilt nicht der Gemeinschaft. Diese individuelle Freiheit ist sehr weit von jener Freiheit entfernt, die darin besteht, die Welt, die Gesellschaft für einen Neuanfang zu öffnen. Und diese Freiheit ruft uns zum Handeln auf, auch zum Denken. Wir handeln aber heute nicht, sondern wir kommunizieren und konsumieren. Die Konsumenten handeln nicht. Wir posten, liken und sharen. Wir kommunizieren also. Wir sind benommen vom Kommunikationsrausch, aber wir handeln nicht. Ich bin tief davon überzeugt, dass wir nur so lange frei sind, als wir denken, als wir handeln. Gerade heute, wo die Freiheit vielfach bedroht ist, sollten wir mehr denken wagen. Denken verpflichtet uns gleichzeitig zum Handeln. Otto Eicher als Denker am Objekt war ein freier Mensch, ein Künstler im empathischen Sinne, dem wir alle nacheifern sollten, weil er nie aufgehört hat zu denken. Immer wieder forderte er die Mitmenschen und seine Studenten zum Handeln auf, zum Denken, zur Freiheit. Für das Handeln gebraucht er auch das Wort machen. Zum Schluss möchte ich Otto Eicher selbst zitieren. Ich zitiere, wir sind unfähig geworden. Also seine Worte gelten auch für heute, gerade für heute. Wir sind unfähig geworden, etwas zu machen. Wir beteiligen uns an der Welt durch Meinung, nicht mehr durch Eingriffe, Handlungen und Entwürfe. Wir sehen alle den Zustand dieser Welt. Wir wissen alle, dass etwas getan werden müsste. Doch wir verfassen nur Appelle. Wir sind bei vollem Bewusstsein an dem Prozess beteiligt, dessen Ende voraussehbar ist, aber es besteht die Gefahr, dass wir nichts mehr tun können. Zitat Ende. Bevor es zu spät ist, bevor wir nichts mehr tun können,
Bevor wir von den kommenden Katastrophen überrollt werden, müssen wir also handeln. Das heißt, einen Neuanfang wagen. Aber Handeln setzt Denken voraus. Wenn ich Ihnen für Ihre Zukunft 3 Worte auf den Weg geben dürften, würden sie lauten: Denken, denken und nochmals denken. Danke für die Aufmerksamkeit.